Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Chrono Cross. Ich bin es am Simmerfix. Wir sind hier gerade unterwegs und haben beim letzten Mal den letzten Segen der Drachengötter erhalten. Das bedeutet, wir können... Was haben wir jetzt gemacht? Hä? Okay. Hä? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Leute, jedes Mal cruist der Max irgendwo in der Gegend rum. Zumindest es ist einfach das Typische, Mann. Immer random X drücken und einfach irgendwo hingehen. Liebe Leute, machen wir gleich, wo wir auch immer sind. Schauen wir uns an. Keine Ahnung, was das da geht. Rauch auf, irgendwas brennt da. Zumindest haben wir es beim letzten Mal geschafft, den weißen Drachen zu bezwingen und den Erddrachen. Das bedeutet, wir haben nun alle Elemente und der Weg zum Ende, zu mir am Ende liegt uns frei. Davor werden wir uns aber noch ein bisschen umschauen und erstmal gehen wir zur verbotenen Insel. Ich dachte, die verbotene Insel ist die da oben, diese... Das war die Insel der Verdammten. Naja, so oder so ähnlich. So. Was ist hier? Kann ich da rein? Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir sind, liebe Leute. Aber ist auch wurscht, liebe Leute. Ist ja auch wurscht. Das ist genau wie damals, als wir die Zeitinsel da in der Mitte entdeckt haben. Mann. Ich einfach so... Okay, kenne ich dich? Keine Ahnung, liebe Leute. Ein Ritter. Kommt der mit... Keine Ahnung, ne? Klingt gerade nichts bei mir. Wer bist du denn? Hi, hi. Ja. Das kann nicht sein. Bist du? Dario? Was? Ach so. Warte mal. Ja, stimmt. Karsh hat Dario in der einen Welt getötet, aber nicht in dieser, oder? Aber natürlich, dies ist eine andere Welt. Hier bist du wohl auf. Willst du damit sagen, du weißt, wer ich bin? Wie bitte? Nein, das kann nicht sein. Kennst du diesen Mann? Es ist jetzt 4 Jahre her, dass er halbtot an Land gespült wurde. Tagelang hing sein Leben an einem seidenen Faden, doch wie durch ein Wunder kam er durch. Allerdings kann er sich an nichts aus der Vergangenheit erinnern. Ja, Radio, erinnerst du dich nicht mehr an mich? Ich bin zwar die Riddle aus einer anderen Welt, aber ich habe doch jeden Tag immer zu. Und trotzdem weißt du nicht mehr, wer ich bin? Riddle. Der Klang dieses Namen rührt mein Herz. Ich habe das Gefühl, jemanden verloren zu haben, der mir sehr wichtig war. Tut mir leid, ich erinnere mich einfach nicht mehr. Wenn ich deinem Gedächtnis doch irgendwie auf die Sprünge helfen könnte. Ja, ich weiß etwas. Sieh dir mal das an. Dieser Anhänger ist ein Erinnerungsstück deiner Mutter. Und ein Geschenk, das du mir zu deiner Verlobung gegeben hast. Das ist... Versuch dich zu erinnern. Wir sind seit uns Kindertagen zusammen. Und das wird auch so bleiben. Ich werde immer für dich da sein, Dario. Riddle, lauf weg! Riddle, genau, Riddle. Das ist gar nicht gut. Was macht die? Was? Was ist? Nein, dröh nicht an! Das Schwert ist das Ding. Einhänder, wie auch immer. Was zum... Das Grandalion. Dario! Nein, Dario, fass das Schwert nicht an! Riddle, mein Schwert dürstet nach deinem Blut. Ich wusste es. Das Grandalion ist niemals wirklich aus dem Todestor verschwunden. Es ist nur seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgekehrt. Moment mal, dann ist Dario immer noch... Was ist denn in Wahrheit geschehen? Ich dachte, Dario wäre auf der Insel der Verdammten im Kampf gegen die Dämonen gefallen. Also eigentlich... Ist das Grandalion? Dario, was machst du denn da? Stirb! Tod allen Lebewesen! Sag nicht, das ist dieses Schwert. Dario, leg es weg! Hör auf, Dario, ich bin's, Karsh! Verdammt! Töte mich, Karsh! Schnell! Nein! Du bist Karsh, sonst werde ich! Nein, Dario, das kann ich nicht! Reiß dich zusammen, Dario! Idiot, du hattest keine Chance! Du kannst mich nicht besiegen! Du bist nur ein Sterblicher!
Wer zum? Ich werde dich beseitigen und dann... Riddle! Das Kandelion wird sich an ihrem Blut satt trinken. Verdammt! Ah! Dario. Was habe ich nur getan? Links? Du erbärmlicher Dummkopf. Du bist... Dario wurde von Dämonen getötet. Verstanden, Karsh? Aber... Willst du etwa allen erzählen, was du gerade getan hast? Du bist bereit, Riddle zu sagen, dass du Dario ermordet hast, weil er vom Schwert des Bösen besessen war? Keine Sorge. Tu, was ich dir sage und alles wird gut. Dario. Wieso verkörpert eigentlich Gaara jetzt das Schwert? Das verstehe ich nicht so ganz. Ah, Links kannst du natürlich anfassen ohne Probleme. Der war eh schon von immer böse. Jetzt verstehe ich. Auch Dario war von Ingrid und Cadeo besessen. Macht euch bereit! Daran führt wohl kein Weg vorbei. Ich kann nicht gegen Dario kämpfen. Um die Dunkelheit zu bannen, müssen wir das Kandelion besiegen. Nur so können wir Dario retten. Spüre den Zorn meiner Klinge! Gaara und Dario. Verflucht dich des Grandalion. Auf ewig. So, ein schwarzes Element. Okay, das ist schon wieder mittelmäßig. Hilfe! Das machen wir nochmal anders. Warte mal kurz. Gleich. So, die Musik ist so super traurig. Mach mal, wir machen es gleich. Komm, warte mal. Ich muss nur davor was machen. Und zwar, wenn ich das sehe, geben wir ihr nämlich den schwarzen Panzer. So, Elemente einsetzen und dann irgendwas, was heilt. Nein, Tablette da. Das ist dieselbe Musik hier wie damals, als wir gegen Miguel gekämpft haben. Also, second try. So geil, dass man einfach während Kämpfen fliegen kann. So eine schöne Sache. Also, zweiter Versuch. Also, er ist ein finsternes Element. Das heißt, wir sind mit Riddle genau in der richtigen Sorte. Müsste ich ja nur noch mal treffen. Schön. Und wir sind tot. Wir haben keinen einzigen Treffer gelandet. Macht richtig Spaß, das Spiel. Okay, ich kann auch keinen anderen heilen aus irgendeinem Grund. Was muss ich denn... Ist das Spiel dumm oder was, Mann? Ich drück da rechts und er heilt keinen. So, Fargo. Alter, könnt ihr eigentlich auch mal treffen, Mann. Also, ich sehr schön. Meine schwarze Rüstung ist sehr schön, Mann. Die gefällt mir, die taugt mir sehr. So. Und ihr müsst jetzt mal treffen, meine Leute, gell? Weil es bringt nichts, wenn ich coole Attacken habe, aber sie niemals einsetzen kann. So, dann mit links. Mit links machen wir das. Okay, Alter. Sein Damage ist so sick, Mann. Der, was der mit physischen Attacken einfach Damage macht, das ist echt immer feierlich. Kann ich gleich Fargo erstmal heilen? Wieso ich Anti-Rot habe, kann ich auch keinem sagen. Und dann? Ja, es ist Finsternis also. Lichtattacken. Okay, sieht es richtig, dass er unsere Attacken kontert? Oder sind es einfach nur Finsternis-Attacken sein, Mann? Weil er greift irgendwie immer den an, mit dem wir davor angegriffen haben.
Also ich bilde mir das jetzt ein. Das heißt, ich greife jetzt wieder mit Riddle ein. Mache jetzt hier wieder eine Lichtattacke. Genau, jetzt greift er sie wieder an. Das ist mir in dem Fall wurscht. Aber richtig weit kommen wir damit nicht. Aber mit 16 Schadenspunkten mache ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Schaden. Und damit ist es mit seinen physischen Attacken einfach Instinkt-Kill gefühlt. Liebe Leute, ich habe das Gefühl, ich bin unterlevelt. Ich habe echt zum allerersten Mal das Gefühl, dass ich echt unterlevelt bin. Wach auf, Mann! So, Scharschwert, okay. Na gut, Link sollte jetzt auch nicht so viel Schaden dadurch abbekommen. So, jetzt machen wir erstmal mit Fargo eine Licht... Hat er überhaupt Lichtattacken? Ist die Frage. Ja, wir können dann Balsam machen. Halt nicht zu viel, halt nicht viel. Passt. Und dann hauen wir einen Laser. Und dann gönnst du mir nicht in meinen einen Move. Ja, links macht das nicht so viel Schaden, aber ich wüsste, aber... Alter, Mann, ich bin unterlevelt für diese Attacke, für diesen Fight. Ich bin definitiv unterlevelt. Jetzt schauen wir mal, was Ultranova macht. Irgendwas muss ja mal Damage machen, Mann. Das ist jetzt mein stärkster Zauber. Okay, das war immer mal Damage. Und das macht er jetzt wieder auf Riddle, gell? Das ist optimal. Oh, Lynx ist tot. Max ist tot. Nein, ist er nicht. Okay, sehr gut. Aber fast. Deswegen wäre es jetzt ganz nice, wenn wir... Was er auch für Attacken hat. Aber alles hat er. Wieso habe ich Gegengift? Leute, habe ich echt jemals ein Gegengift ausgerüstet? Oder das freiwillig? Kann ich mir gar nicht vorstellen. So, ja, keine Ahnung. Ich muss ihn dazu bringen, dass er Riddle mit Magie angreift. Aber wie ich das machen soll? Okay, nee, jetzt müsste wieder Riddle angreifen. Das ist super. Passt. Okay, also, unsere Taktik sieht... Also, ich interpretiere mir diesen Kampf mal zusammen. Ich weiß nicht, ob es so stimmt. Aber er greift immer den an, der ihn halt als letztes angegriffen hat. Und... Das ist natürlich jetzt schlecht. Klar, weil er sie einfach insta-killt, weil er fair ist. Und damit meine ganze Taktik kaputt macht. Das Ding ist, er greift immer mit dem Element an... Also, naja, er greift immer mit Finsternisattacken an. Ich habe das jetzt... Aber er hat ja Licht- und Finsternisattacken schon eingesetzt. Okay. Zumindest machen wir jetzt auf jeden Fall eine... Ein Laser für ihn. So, jetzt macht er nämlich den Blitzableiter wieder auf sie, was super ist. Weil damit hat sie wieder voll Leben. Die schwarze Rüstung rettet uns ja gerade. Das... Dieser Fight... ist aktuell sehr bullshittig. Ich hoffe, das merkt man. So. Wieso? Junge Mann! Komm nicht so oft dran! Das ist ja schlimm, Mann! Der ist ja gefühlt jeden Zug dran! Top! Jetzt haben wir wieder meine Elemente verschwendet. Wie eh und je. Macht er eh wieder? Klar. Blitzableiter? Klar. Auf links, klar, links ist tot. Er ist ja nicht, aber fast. Also Leute, der Typ, der cheatet echt, Mann. Der cheatet halt echt, Mann. Ah, super, 76. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ja, Arznei, Schwertsphäre, was habe ich denn? Meteorit? Keine Ahnung. Hm, machen wir Meteorit. So, jetzt kontert er wieder. Klar. Der gibt mir auch keine Züge, Mann. Das ist das Schlimme.
So, was können wir machen? Gruppenheilung. Müssen wir machen. Hey, und was kann der Max nicht machen? Keine Gruppenheilung. Und wir machen ihm auch die Ebbe keinen Schaden. Bin ich hier gerade irgendwie den Postgame plus Epic Fight of Doom gekommen oder wie? Ich mache immer ungefähr 500 Schaden so pro Runde. Aber es sind 50 meine ich natürlich. So, jetzt killt er wieder. Na, geht noch nicht auf Killing Spree. Okay, das ist sehr gut. Das nutzen wir jetzt. Zu unserem Vorteil, denn jetzt können wir einen. Aber nur irgendeine sehr schwache Lichtattacke machen. Genau. Nicht, dass es einen großen Unterschied macht, aber mit 46 Ding. Jetzt macht er wieder Blitze Blight of Sea. Das ist ja, wie gesagt, voll in Ordnung. Ja, da hat er gewonnen. Haben wir ihm überhaupt bis jetzt über Schaden zugefügt? Ich weiß es nicht. Vorderfall, bitte, 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 bitte auf Riddle, bitte auf Riddle. Ja, 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 ja. So. Okay. Ja, ich muss leider mal wieder physisch angreifen, weil ansonsten kann ich eh nichts machen. Jetzt greift er wieder an. Nö, greift nicht. Okay, jetzt kann er mal Fargo angreifen. Weil ich kann ihn nicht zulassen, dass er Riddle angreift, weil Riddle killt er halt instant. Bitte auf Riddle, bitte auf Riddle, bitte auf Riddle. Ausweb, cool. Setzt unsere Attacken gegen uns ein. So, dann. Was machen wir? Das ist eigentlich wurscht, was wir haben. Mach mal. Wo haben wir es? Gruppenheilung, brauchen wir die? Nö, wir machen Arzneiplutz. Wir können plundern. Habe ich keine Arzneiplus mehr. Oh, ich habe echt nur eine Arzneiplus ausgerüstet. Zu viel Gruppenheilung. So, Riddle ist dran. Jetzt wird's unlustig, weil jetzt muss ich auf Risiko gehen. Eine Attacke, okay. Dann machen wir. Was haben wir denn? Photonstrahl will ich noch nicht einsetzen. Mir gehen langsam die Dinger aus, Mann. Photonstrahl müssen wir einsetzen. So, dann setzt er wieder eine Magieattacke ein und die macht er wieder auf Riddle. Das Problem, ich habe halt immer so Angst, dass er mit seinen fetten Moves kommt und uns halt instant killt. Das ist das, was ich immer so Angst habe. Wir machen immer so wenig Schaden. Das ist das einzige, das ist unser großes Problem, liebe Leute. Dass ich mehr oder minder gar keinen Schaden zufüge mit all meinen Attacken. Egal wie schön und cool sie aussehen. So, und jetzt konnte er das wieder, oder? Ne, konnte er nicht. Okay, das ist gut. Dann machen wir ja Gruppenheilung. Das ist mir scheißegal, wenn er angreift. So. Außer natürlich, wenn er Riddle angreift. Ja, er greift Riddle. Oh. Oh. Ich nehme alles zurück, das ist mir scheißegal, wenn er angreift. Also physisch ihn anzugreifen, ist eigentlich mehr oder weniger ein Selbstmordkommando. Ihr müsst halt einfach mal treffen, Jungs und Mädels, Mann. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Ihr müsst treffen. Wenn ihr nicht trefft, dann kann ich nichts machen. So. Dann setzen wir ein Element ein. Komm, wir müssen doch noch. Okay, der sind. Ah, Photonstrahl, sehr gut. Nein, nicht sehr gut. Keine Ahnung. Riddle ist tot. Ich kann es auch nicht ändern. Ich kann es auch nicht ändern. Haben wir irgendwas, irgend so coole Fähigkeiten oder so, die uns was bringt? Ich kann einen Heiltrank einsetzen auf Riddle, aber das ist nicht so, dass es jetzt groß was hilft. Ich sehe, ganz einfach mit physischen Attacken. Okay, nee, dann lenke ich mal seinen Angriff auf Fargo. Sie wieder dran, Mann. Bitte, 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 bitte. Ja, okay. Ja, nee. Passt, passt, passt. Also, er greift immer den an, der als letztes dran war. Deshalb ist das, was ich verstanden habe. Aber das ist auch das Einzige, was ich verstanden habe. So. Auf wen, auf wen? Okay. Das wird ihn wahrscheinlich töten. Nö, aber ziemlich gut angeschlagen hat ihn das. So.
Keine Ahnung, was ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Ich muss euch sagen, ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich tun soll. Ich kann aber jetzt seinen Angriff, müsste ich da jetzt auf links lenken können. Genau, es greift er nämlich links an und der sollte jetzt... Oh nein, wir haben komplett schwarzes Feld. Okay, aber das steht links durch. Gut, passt. Dann Gruppenheilung. So, und dann greifen wir mit Riddle an. Irgendwie. So oder so ähnlich. Der Typ, Mann, das ist... das ist mit Abstand der härteste Fight, den wir in diesem Spiel hatten, Mann. Ich komme ja wirklich gar nicht auf den Typen klar. Also wirklich in keinster Art und Weise. Aber ich sollte ihm immer einmal einen freien Fall klauen können. Das kann ich ja schon mal... Dann habe ich immer mal einen Zug. Ruhe. Balsam. Okay, das... Ich brauche nur 8 Züge, um das zu verhindern. Das ist... Meine Charaktere haben auch keinen Bock zu treffen. Okay, gut. Jetzt killt er sie. Nö. Noch nicht. So. Wieso? Wieso greift er sie an? Leute, eigentlich hätte er sie jetzt nicht angreifen müssen. Also wenn das, was ich mir hier zusammenreime, stimmt, hätte er jetzt eigentlich Fargo angreifen müssen. Aber okay. Hat halt also wieder alles nicht gestimmt. Ja, keine Ahnung, ob das gut ist. Walter. Das ist so ein Bullshit, Mann. Das ist so ein derber Bullshit, Mann. Ich sage, ich komme so gar nicht klar, Mann. Ich komme einfach nicht klar auf ihn. Und dann Nova haben wir gemacht. Meteoritregen kann ich machen. Dämpfer kann ich machen. Haut der Kobra. Wir machen jetzt erstmal hier Auge der Kobra. So, haben wir mal alle wieder voll Leben. Dann hauen wir einfach mal mit Steuerattacken drauf. Klar, weicht auch jeder Attacke aus. Wieso nicht? Schallschwert auf links, das sollte nicht so schlimm werden. Dachte ich mir so. Und dann Riddle, irgendeine starke Lichtattacke. Das stärkste am besten, was du hast. Mal machen wir Meteoritenregen. Was anderes habe ich eh nicht. Leute, es ist wurscht. Der hat sich jetzt hier 200 wieder geheilt. Das ist das, was ich ihnen ungefähr mit all meinen Charakteren einmal im Schaden zufüge. Ich bräuchte für diesen Kampf Lia, weil das ist, die kann ihre Attacken nämlich auffüllen. Aber ansonsten sehe ich echt schwarz. Schau dich an, 172, was ist das, Mann? Das interessiert ihn gar nicht. Ich weiß noch nicht, wie viel Leben da. Ich habe keine Ahnung, was für ein Boss ich hier reingeraten bin. Ist das irgendwie ein Secret Fight oder wie, Mann? Weil, wie gesagt, es ist nahezu unmöglich, was wir hier machen. Was mir an ihm nur so ankotzt, ist, dass er halt so schnell immer drankommt. Gut, Freifall, bitte, 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 bitte. Okay, Freifall habe ich erstmal schön aufgesaugt, sehr gut. Haben wir uns immer nur eine Sache hier gegönnt. Das war schön, das war eine schöne Sache. Was haben wir? Eisberg, Heiltrank, Dämpfer. Dämpfer bringt uns nichts. Seine Magie ist nicht so schlimm und seine physischen Angriffe sind das Schlimmste. Brauchen wir nichts. Hakengleiter bringt mir alles nichts. Ich könnte einen Photonenstrahl auf ihn machen. Das wird jetzt Konter mit einer Finsternisattacke. Wenn es freier Fall ist, ist natürlich vielleicht jetzt nicht ganz so geil. Aber das sollte jetzt eigentlich nicht so viel Schaden machen, ne? Okay, ich nehme alles. Ich verstehe diesen Fight nicht. Ich geb's zu, liebe Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich hab nicht die geringste Ahnung, wie dieser Fight funktioniert. Ich habe aufgegeben, liebe Leute. Ich hau einfach drauf. Und pray. So, Arznei Plus, bitte auf dich selbst. Ich hau halt ungefähr. Seit wie lang dauert der Part? Halbe Stunde oder so? Keine Ahnung, lange zumindest. 24 Minuten und. Er tut halt. Willst du mich verarschen, Mann? Sein Damage wird immer höher. Sein Damage wird immer höher. ...384. Spinnt ihr oder was? Nicht auf Riddle. Nicht auf Riddle. Nicht auf Riddle, aber alle anderen, Mann. Also. Der ist ja noch nicht mal im roten Bereich. Der ist halt einfach nur immer noch nicht im roten Bereich. So. Es geht auf links mit seinen Attacken. Das ist gut. Bitte geh auf links, bitte geh auf links, geh auf links. Oder geh auf...
Du Pissneck, wieso gehst du auf Fargo? Okay, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, er geht auf sie, aber okay. Oh! Oh! Was? Was gibt? Er ist in diesem roten Bereich! Oh! Das müssen wir nutzen. Okay, wir haben noch eine Belebung. Fargo darf nicht sterben, weil wenn Fargo steckt, sieht es halt echt übel für uns aus. Ich aktiviere jetzt mit ihrem Balsam. Habe ich noch einen Balsam? Ich habe einen Balsam. Weil wenn Fargo steckt, habe ich keinen Rise mehr. Und das wäre sehr übel. So, jetzt machen wir erstmal hier schön das weiße Element. Sehr gut. Fargo, okay, gut. Bei 438 wird er jetzt nicht sterben. Verfall, bitte, 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 bitte. Ja! 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 Traum! Traum! Dankeschön! 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 Oh, sie ist auf falsch schwer, Mann! Ich check's nicht, Mann! Also Miguel oder so waren ja echter Witz gegen diesen Fight, Mann! Nein! Bitte, 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 ich erfahre... Okay, 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 das ist in Ordnung. Passt. Dann aktivieren wir... Meteoriten, ja, why not? Weißen Damage, Mann! White Damage! Okay. Blitzableiter, den macht er jetzt wieder auf sie. Damit verschwendet er komplett seinen Zug. Die schwarze Rüstung, ohne die wäre dieser Fight unmöglich, weil der macht ja... Überlegt euch das, was er jetzt hier heilt, würde Schaden machen. Das heißt, er wird 700 Schaden machen. Ja, genau, Mann. So. Okay. Machen wir die Gruppenheilung. Wir haben keine Gruppenheilung mehr. Heilen wir uns. Ganz normal. Okay. Wir gehen echt die Halshaube aus. Wir gehen so derbe die Halshaube aus. Ach, okay, erst liebe Leute. Er wird jetzt eh oft dran sein. Wer hätte damit. Ich habe nicht damit gerechnet. Schwächung. Okay. Ja, das ist mir wurscht. Wir machen eh so wenig Schaden. Erschöpfung. Ach nett, er ist also gar nicht down. Er ist nur erschöpft. Das ist schön. Das haben wir das Gefühl, dass er ziemlich oft trifft. Schön, dass es genau auf den Charakter gemacht, mit dem ich geblockt habe. So, zack. Zack. Haben wir irgendwelche White Magie? Nee, wir haben diese ganzen geilen Superzauber, dass wir Sachen klauen können. Was mir nichts bringt. Anstatt, dass ich das andere Ultanova ausrüste. So, was macht denn das hier auf der Cobra? Ich weiß es nicht mal. Magie werden Förderbogen erklärt. Okay, gut. Das ist doch schön. Scharfschwert. Sollte weniger Schaden machen. Okay, das war jetzt mal nett. Außer und weise. Ich weiß immer noch nicht, ob wir ihm jetzt wirklich Schaden zugefügt haben. Weil, wie gesagt, wir machen ja ungefähr 100 Schaden. Feuerseil, wieso Feuerseil? Damn you, wieso. Ah, okay, okay, aber wenn es auf links geht, soll es nicht so viel Schaden machen. Genau, er brennt zwar, aber kann er jetzt auch nichts dagegen machen. Ja! Ja! Komm, Grandalion, lass ihn aus! What the hell? Was ist das für eine Kackinsel gewesen? Oh! Also, der härteste Fight, den wir jemals hatten. Und es gibt nicht mal einen Stern? 2500 Geld, können wir veräppeln, Mann. Trotzdem, das war der härteste Fight ever, Mann. Holy moly. Wie es aussieht, hat das Grandalion einen neuen Meister gefunden. Was, Maxi? Keine Panik, sieh dich um. Vögel, die Vögel sind geflohen, sie kehren zurück. Ich spüre nicht einmal die geringste Bosheit vom Grandalion. Es besteht keine Gefahr mehr, seinen bösen Natur zu verfallen. Bist du wach, Gran? Ja, aber wenn ich zurückdenke, glaube ich, dass wir etwas Schreckliches getan haben. Gran? Da, okay. Ja, wenn wir es niemandem sagen, erfährt es auch niemand.
Hey, was habt ihr beiden angestellt? Oh, Bucky, Doreen. Gar nichts. Wir können uns an gar nichts erinnern. Verstehe. Tja, aber damit ihr jetzt keinen Unfall macht, komm, ich habe jetzt mit euch. Genial. Seit wie vielen Jahren waren wir drei eigentlich nicht mehr zusammen? Na schön, also brechen wir auf. Die Meeresgleife von Maxi verwandelt sich in den großen Löwen. Wo bin ich? Riddle, bist du das, Riddle? Was ist mit mir geschehen? Dario, dem sei Dank, deine Erinnerungen sind zurückgekehrt. Meine Erinnerung, ja. Ich hatte das Gondelion an mich genommen und... Kasch, verzeih mir, dass ich dir das angetan habe. Ach, schon in Ordnung. Sein Gedächtnis mag zurückgekehrt sein, aber wir sollten nicht vergessen, welche brutale Realität uns erwartet. Komm! Wer ist eigentlich die? Du gehst also. Ich habe diesen Tag kommen sehen. Leb wohl, ich wünsche dir alles Gute. Wir alle kennen den Schmerz der Trennung. Unerfahren sind wir und unvollständig. Aber indem wir so leben können, werden wir besser im Wandeln zu etwas Größerem, zu etwas Sanfterem. Ach du meine Güte, was ist in meiner Abwesenheit nur geschehen? Wohin sind der General und die anderen verschwunden? Riddle, du sagtest, dass ihr alle aus einer anderen Welt stammt. Aber wo sind dann Karsh und die anderen aus meiner Welt? Leider wird kein Bewohner der Vipernvilla, der die Reise zu mir am Ende angetreten hat, zurückkehren. Aber was hat den General und die anderen dazu veranlasst, einen solch gefährlichen Ort aufzusuchen? Auf der Suche nach der gefrorenen Flamme wurden sie von der erloschenen Zeitlinie verschlungen und vergingen zusammen mit dem Meer am Ende. Ach, welche Ironie, dass ausgerechnet ich überlebt habe. Ach, Dario, du hast doch immer noch mich. Riddle. Wir mögen uns aus verschiedenen Welten stammen, aber du bist du und ich bin ich. Jawohl, genauso sieht's aus. Ich bin gesund und munter. Mir knipst so schnell keiner das Licht aus. So, Marcy sind auch hier. Und den alten Drachen Stallknecht können wir auch noch rufen. Danke euch allen. Ich glaube, ihr habt recht. Ich bin am Leben. Und ich werde tun, was immer auch getan werden muss. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es dauern wird, aber ich werde die Vipernvilla wieder aufbauen. Das ist meine Pflicht. Eieiei, vielleicht wird es wirklich Zeit, dass ich meinen Ruhestand beende. Zeit für ein letztes Abenteuer. Jawohl, das will ich meinen. Und wenn wir aus verschiedenen Welten kommen, wen juckt's? Die vier Devas sind wieder im Geschäft. Aber vielleicht sind wir eher zu dritt. Ich glaube nicht, dass du schon kampftauglich bist. Tut mir leid, die vier Jahre der Isolation haben wir in Tribut gefordert. Alles in Ordnung. Riddle, ich möchte dir das geben. Riddle hält Wilde der Cobra. Bitte ruh dich aus und konzentriere dich da einfach auf den Wiederaufbau der Vipernvilla. Danke, das werde ich tun. Aber natürlich helfe ich auch mit. Und außerdem habe ich auch eine Idee. Ladies and Gentlemen, wir haben den wirklich mit Abstand härtesten Fight, der, so wie es aussieht, komplett optional war, der eine schöne Geschichte hier nochmal erzählt hat, aber geschafft, aber so megamäßig hart war, dass ich ehrlich gesagt keine Lust mehr habe, sowas nochmal zu machen. Bin aber sehr froh, dass wir es geschafft haben und da sogar eine Trophäe erhalten haben. Also ich bin mir sicher, das war jetzt zwar ein kleiner Secret Boss. Und ja, dank der schönen schwarzen Ausrüstung haben wir es geschafft und die hätten wir es niemals geschafft. Liebe Leute, das war ein unvorhergesehener Part und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es hoffentlich ein bisschen geplanter weiter. Bis dahin, auf Wiedersehen, ciao.